Moin zusammen und euch einen wunderschönen guten Abend. Wir haben heute den 12.01. mal wieder Sonntag und ich präsentiere euch heute wieder die Monkey News. Oder wie Hennet zur Begrüßung sagen würde. Hallo. Das war doch mal wieder schön, nicht wahr? Bevor wir zum ersten Bereich kommen, ein kleiner kurzer Hinweis. Mein Mikrofon von der Kamera hat es leider irgendwie nicht geschafft, sich zu aktivieren und streikt gerade irgendwie nur rum. Ich habe keine Ahnung warum. Deswegen nicht wundern, warum da meine Handykopfhörer sitzen. Das ist momentan die einzige Möglichkeit, wie ich den Ton aufnehmen kann. Aber egal. Gut, zum ersten Bereich, den Monkeys. Da gibt es nur zu sagen, dass unsere Partner-Sponsoren so auf jeden Fall auf den Touren ist. Wir haben mehrere E-Mails rausgeschickt, sind auch schon in ersten Gesprächen. Naja gut, ich muss auch sagen, Wind ist nicht so ein großes Projekt, deswegen ist es relativ schwierig, da die passenden Partner zu finden, aber wir versuchen unser Bestes. Ich denke mal, nächste Woche werdet ihr auf jeden Fall von Mo schon erste Ergebnisse hören und vielleicht auch schon erste, na, sag mal, Veränderungen kriegen. Seid gespannt. Kommen wir zu Bereich 2, den Teams. Da gibt es diese Woche einen Abgang. Sogar mehrere als nur ein Abgang, wenn ich mich jetzt richtig korrigiere, und zwar zwei Abgänge. Einmal unser komplettes CSGO-Team aus Polen. Die Jungs haben sich wohl offensichtlich aufgelöst, ohne sich großartig zu verabschieden. Ja, was soll man dazu großartig noch sagen? CS-Szene. Wir sind auf jeden Fall auf der Suche nach neuen Teams aus Deutschland vor allem, weil wir wollen ja in Deutschland größer, stärker uns präsentieren und dadurch braucht man halt auch einfach mal eine deutsche Community, fertig hinaus. Gut. Wir haben auch schon erste Gespräche, sind natürlich schon fast gebunden, aber ihr könnt euch natürlich immer noch bei uns bewerben. Schreibt mich einfach an, meine Kontakte tue ich euch in die Kommentare rein. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Gespräch mit euch und ich denke, vielleicht wird das ja mit uns was. So, ansonsten, was ich schon gesagt hatte, ist der zweite Abgang im FIFA-Team. Lupi und Visi haben uns verlassen. Ja, die Gründe, warum, sind jetzt nicht, weil Marquis doof ist oder so, sondern einfach nur, weil sie jetzt intern nicht mit den zwei anderen Teams in einen, ja, internen Kampf geraten wollen und ähnliches und haben sich deswegen jetzt gerade von uns verabschiedet. Wir wünschen den beiden auf jeden Fall viel Erfolg in der zweiten Bundesliga und ja, vielleicht kreuzen sich mal die Wege wieder oder ihr kommt auf unsere TRS, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich noch die zwei anderen Teams. Chris und der, wir haben die Führung jetzt von Lupi, der jetzt mittlerweile Elmo heißt, übernommen. Und noch dazu haben die zwei neue Spieler rangeholt. Dafür muss ich mal kurz auf meinem Platz schielen. Und zwar Tobi und Silence. Ich wünsche euch eine schöne Zeit bei uns und ich hoffe, wir haben genauso viel Spaß wie mit den anderen Jungs. Gut, das war's zumindest aus dem Teambereich. Ansonsten gilt wie immer zu sagen, wenn ihr Bock habt, bewerbt euch bei uns. Wir haben natürlich auch Community-Teams. Ihr müsst ihr nicht irgendwie auf sonst irgendwelche Ziele hinarbeiten, sonst irgendwas, sondern Spaß ist natürlich immer Teil der ganzen Sache. Und das ist ja eigentlich auch der Hintergrund von Mysterious Monkeys. Also bewerben, egal welches Spiel, einfach nur bewerben. Die Mail schreibe ich euch unten rein. Forum könnt ihr natürlich auch noch gerne Bewerbung schreiben. Ansonsten, ja, könnt ihr uns natürlich gerne mal auf Public-Servern anschreiben, wenn ihr uns seht. Das ist auch kein Problem. Nun zum dritten Bereich, den Events. Da gibt es natürlich zu sagen, dass heute ab 20 Uhr mal wieder der Community-Abend in Battlefield 4 ist. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich einfach weiter daran teilnehmen. Ihr braucht mich einfach nur in Origin zu adden. Kontakte, wie gesagt, stehen halt unten, wie schon erwähnt. Ja, ich würde euch dann ins CS einladen, dann könnt ihr zusammen zocken. Macht auf jeden Fall immer eine Menge Spaß und heute Abend ist auch mal wieder das Stream am Laufen. Falls der nicht auch noch streiken möchte, ich hoffe es mal nicht, ich glaube es nicht und alle guten Dinge sind drei, also bitte, funktioniert auf jeden Fall. Gut, ansonsten haben wir heute Abend noch den ersten Spieltag in der zweiten Bundesliga des FIFA-Teams. Wir wünschen den beiden Teams auf jeden Fall viel Erfolg. Ihr könnt ja auf der Seite schon das erste Top-Match sehen gegen iPlay. Wir wünschen uns, dass die ersten zwei Siege reinkommen und dass wir schöne Platzierungen oben kriegen. Ansonsten, wenn es nicht klappt, beim nächsten Mal. Meine Güte, es ist ein Spiel. Gut. Was dann noch kommen wird, die Woche jetzt, ist unser Cupid Cup im Januar. Der findet am, lass mich nicht lügen, 16.01. statt ab 18 Uhr. Streamen werden wir natürlich wieder. Es geht wieder um 100 Euro und für die ersten drei Platzierungen um Riot Points. Also Leute, kann teilnehmen. Es ist nicht so ein krasses Teilnehmerfeld wie in der ECS. Also alles ist möglich. Kommen wir in den letzten Bereich Media.
Da gibt es diese Woche leider nicht allzu viel zu sagen, außer diese Monkey News. Wurde diese Woche noch das Battlefield-Video vom Community-Abend letzten Sonntags zusammengeschnitten und hochgeladen. Falls ihr Bock habt, ich verlinke es euch hier, genau. Und wenn ihr noch mehr Formate von uns sehen wollt, euch die Videos gefallen, euch irgendwas auffällt, was negativ ist, sagt uns das doch bitte einfach. Nutzt die Kommentare dafür, nutzt unsere Seite. Und dafür werde ich euch auch vielleicht nochmal unseren YouTube-Channel verlinken. Schaut euch einfach ein paar Videos an, wenn euch irgendwas gefällt, wenn euch irgendwas fehlt. Weil mir fällt jetzt noch so ein, wir könnten auf jeden Fall noch LoL-Community-Abende machen. DayZ von der Standalone-Alpha-Version auf jeden Fall. Gibt es ja momentan schon sehr witzige Videos auf YouTube. Da könnten wir natürlich auch was machen. Sagt uns einfach Bescheid, wenn ihr Bock habt, selbst auch an dem Team von Mädels dann teilzunehmen. Macht es. Schreibt uns einfach und ja, wir reden dann miteinander natürlich. Gut. Das war's dann für diesen Abend auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat die News gefallen. Nächste Woche kommt wieder mehr von Mo. Auch ein bisschen tiefgründiger natürlich, was Sponsorensuche und ähnliches angeht und neue Teams. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen guten Start in die neue Woche und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Tschüssi!